hat die wohl angeheuert? Gegner der Kunari oder des Vicomte? Oder will Seamus einfach nicht gerettet werden? Seamus ist nicht so. Gehen wir. Ihr habt die Erlaubnis, hier zu sein, Basra. Wisst ihr... Arishok etwas anderes entscheidet. Nun, hoffentlich hat sich der Arishok nicht zu sehr mit dem Jungen des Vicomte angefreundet. Sarah Hawk. Ich bin wegen des Sohnes des Vicomte hier. Tatsächlich. Ich habe 4 Jahre lang nicht die geringste Drohung ausgesprochen. Und doch kriechen Fanatiker aus ihren Löchern, die uns allein dafür hassen, dass wir existieren. Und trotz all der Lügen und Ängste gibt es immer wieder Basra, die mich anflehen, sie zum Kun kommen zu lassen. Sie sehnen sich nach einem Ziel. Der Sohn hat eine Entscheidung getroffen. Und ihr werdet sie ihm nicht verweigern. Wenn der Sohn des Vicomte bekehrt wird, ist das ein Festtag für seine Feinde. Und? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Ich fürchte keinen von ihnen. Und es ist nicht meine Rolle, die freie Entscheidung der Vidathari zurückzuweisen. Der Sohn ist seinem eigenen Wunsch nach dem Kun gefolgt. Er ist weder mein Sklave noch mein Gefangener. Er ist noch nicht einmal hier. Er hat seinen Vater aufgesucht. Fragt den Vicomte, warum er sowohl euch als auch einen Brief geschickt hat. Das ist merkwürdig. Sie treffen sich bei der Kirche. Es ist ein letzter und vermutlich sinnloser Appell. Der Vicomte hat nie zuvor versucht, die Kirche mit einzubeziehen. Nein, aber wir wissen, wer es tun würde. Mutter Patrice. Eine Verdächtige in zahlreichen Angelegenheiten. Sollte sie erneut jemanden unter meinem Kommando bedroht haben, gibt es darauf nur eine Antwort. Ich habe auch langsam genug von Patrice. Das muss ein Ende haben. Auf eine Drohung gegen Vidathari kann es nur eine Antwort geben. Ich werde in dieser Sache nur ein Ergebnis hinnehmen. Ich werde wachsam sein, Hawk. Die Forderung des Kun ist eindeutig. Das hier vielleicht verlegt. Was ihr getan habt. Sich auf den Sohn des Vicomte zu stürzen, einen reuigen Konvertierten, noch dazu in der Kirche, ein unentschuldbares Verbrechen. Nun werden eure Herren bei den Kunari endlich bezahlen. Ihr wart immer eine Plage.
Aber jemanden einfach so zu töten, ist selbst für euch Neuland. Er hat den Erbauer bewusst verleugnet. Wie viele wären ihm gefolgt, hätte das keine Bestrafung nach sich gezogen. Und dennoch wird selbst dieser Sympathisant des Feindes Rachegelüste wecken, wenn der brutale Mord an ihm aufgedeckt wird. Ihr werdet die Kunari nicht vertreiben, sondern es wird ein Gemetzel geben mit Opfern auf beiden Seiten. Das wahre Verbrechen bestünde darin, zu sterben, ohne geprüft worden zu sein. Die Leute brauchen die Chance, ihren Glauben zu verteidigen, und zwar zunächst gegen euch. Erringt eure Belohnung für dieses Leben und das nächste. Diese Ketzer müssen sterben! Seht ihr, euer Gnaden? Verräter greifen den innersten Kern der Kirche an. Jeder ihrer Schritte besudelt uns. Der Tod lauert in jeder Ecke, junge Mutter. Wie ihr vorhergesagt habt. Und zwar genauso. Die junge Mutter hat das alles in die Wege geleitet. Behaltet euren Kunari-Schmutz für euch. Hier steht eine Hand der Göttlichen. Ich habe Ohren, Mutter Patrice. Der Erbauer würde sicher wollen, dass ich sie auch nutze. Sarah Hawk, richtig? Der Sohn von Vicomte Dumas ist tot. Er wurde hier in eurem Namen umgebracht. Das würde meinem Namen aber gar nicht gefallen. Patrice? Seamus Dumas war ein Konvertit der Kunari. Er kam hierher, um zu bereuen, und wurde ermordet. Ob man die Kunari nun schätzt oder hasst, eine blinde Nack würde sehen, dass sie zu weit gegangen ist. Kein Preis ist zu hoch, wenn es um die Ewigkeit geht. Die Ewigkeit dauert so lange, dass keine Eile besteht, zu ihr zu kommen. Sie verleugnen den Erbauer. Und ihr mindert ihn, obschon ihr seine Seite für euch beansprucht. Andraste hat sich nicht freiwillig in die Flammen begeben. Sarah Hawk, handelt ihr im Namen des Vicomte? Die junge Mutter hat in ihrem Urteil gefehlt. Ein Gericht wird über ihr Schicksal befinden. Die Kirche respektiert das Gesetz. Also muss sie das auch tun. Oberste Klerikerin? Oberste Klerikerin! Wir beschützen jene, die dem Kuhn folgen. Wir lassen die unseren nicht im Stich. Lasst Vicomte Dumas herbitten. Mein Sohn. Ermordet im Herzen der Kirche, von denen, für die Vertrauen heilig ist. Welche Hoffnung besteht für die Stadt, wenn wir so gar nichts für die unseren tun können? Wenigstens kann es nicht mehr schlimmer werden. Zumindest nicht heute. Es ist schon spät am Tag. Ihr verzeiht sicher, wenn mir die humoristischen Aspekte am Tode meines Sohnes entgehen.
Bitte. Hawk, lasst mich allein.